Mich auch. Im Lotto, 2 €. Entschuldigung. Ich, I'm first try. Ja, guck an. Wir sind frei. 2 Stunden später. Psst, 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 psst. Alter, 24 Zuschauer, vielen Dank und willkommen zur Retro Live Show. Alter, es ist 3:30 Uhr morgens. Komm mal dann auf den falschen Knopf. Ich auch. Können wir das Spiel eigentlich auch durchspielen ohne Kamera? Würde mich mal interessieren. So, weiter geht's. Ich würde gerne, bevor wir. Was? Lotto E letzte Woche 9,80 €. Ja, sag ich ja. Wir machen jetzt hier mal eine kleine Pipi und Pupu Pause. Chips. Chipserpause, Trinkelpause, Pipi Pause, Pupu Pause, Raucherpause. Kommt hier rein? Alter, ich wollte schon sagen. Und dann geht's gleich. Und dann geht's gleich spannend weiter bei Whistleblower. Wir spielen das DLC noch durch im Speedy Run Fun. Also es ist kein richtiger Speedrun, sondern einfach nur so ein Speedy Run Fun. Das heißt, ich renne da halt durch und quatsch ein bisschen mit euch. Ne? Und wenn ich sterbe, sterbe ich halt. Ist halt so. Ist halt kein richtiger Speedrun, sondern einfach nur ein bisschen Talala, ne? Und würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Kleine Augenpause, weil ich brauche nur so ein bisschen was für die Augen, noch ein bisschen gucken und so und tralala. Und würde sagen, dann mal bis gleich.
So, Freunde, ich bin noch da. Ja, ich bin noch da, Freunde. Ja, schön, die Batterie ist abgelaufen. Hätte ich mal ausgemacht vorher. Egal. Brauchen wir nicht, es geht weiter. So. Do it! Do it! Do it now! Do it! Do it! Do it! Do it now! Do it now! Ja, ja, hallo! Ja, ja, hallo! Ball Rider, ciao! So. Was? Get a little random in our hands. It's always helpful to express yourself. You'll keep it bottled up too long and you might do something you regret. You're too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now! Get the fuck out of here before I change my mind, bitch! Moment. Darf ich noch eben kurz was trinken? Eine Apfelschorle? Danke. Oh. Jetzt hast du noch 40 Taler. Aber du bekommst pro Minute 10 Taler hier. Alter. Alter. Mach doch nicht so mit mir. Willst du mich verarschen? Nee, ich komm nicht weg. Ich habe keine Zeit. Wo ist... Hallo. Nein, aua. Aua, hör auf damit. Bekommst pro Minute hier 10 Taler in der Let's Play Live Show. Wo ist denn hier? Scheiße, ich weiß nicht, wo lang hier. Und, also du kannst immer wieder zwischendurch halt, wie gesagt, setzen und so. Vielleicht hast du auch das Glück wieder dabei zwischendurch. Ich hab wieder die Birne. Verdammt. So. Here we know the radio works. Juckt gerade mal eben, warte mal da. Beziehungsweise der Rücken. Oh, warte mal. Ach, scheiße. Kennst du es, wenn die Stille dich juckt und du weißt nicht, wie du da drankommen sollst? Ah, Mann. Aua. So, jetzt aber. Huch. Hallo? Ich sehe nichts. Ah, hier. So, warte. Wo kommt er näher? So. Freunde, wie sieht er aus? Ja, ich drücke den Knopf hier, fick dich, so, ciao. Ja, ja. La 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 la. So, ciao. Hallo! Wallrider! Wallrider! So, irgendwo hier bei der Batterie. Bin mir ziemlich sicher. Warte auf mich, 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 warte auf mich. Okay, ciao. So, Batterie. Nachladen, so. Der Geilste kommt sowieso jetzt. Peter von Froster. Wie Gronkh es sagen würde. Bei uns ist es der kleine Jigsaw. La 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 la. Freunde, ich komme. Er ist so geil, einfach nur. Ja, 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 ja. Keine Zeit für dich. Zeit. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Tralalala. So, ciao. Mein Freund. So. Irgendwo hat hier einer eine Batterie liegen lassen, beziehungsweise einen Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Irgendwo lag eine Batterie. Ich weiß gar nicht. War das hier? Nein. Okay. Dann nicht, dann gehen wir einfach weiter. Denn hier
Yeah, juhu, Freude pur. Hallo und tschüss. So. Ey, wolltest du gerade schreiben? Was wolltest du gerade schreiben? Peter von Foster. Achso, ja. Wie Kronke sagen würde. Ja, genau. Wahrscheinlich das. Bei uns heißt ja der kleine Jigsaw. Das ist so fies gewesen, die Szene hier. You stay there and cook. Ich bin gespannt, ob solche Leute auch wieder begibt im zweiten Teil. Ciao. Huha, Alter. No, no, no. You will mine. Ja, ja. Halt die Schnauze. So. Was? Und wie heißt, was? Und wie heißt bei Eddie Glaskin? Bei Eddie Glaskin ist unser Meister Eder. Wir haben für jeden quasi hier in der Let's Play Live Show für jeden quasi einen Namen erfunden. Das waren aber die Zuschauer. Ich habe es nicht erfunden. Das waren damals die Zuschauer. Es war genau wie gesagt damals beim ersten Teil, also beim Hauptspiel, ist der Dicke halt das Merkel. Wohlgemerkt das Merkel. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja, die zwei Pillemänner mit den zwei freischwingenden Pillemännern sind die Mengele-Brüder. Ja. Der Jigsaw, den hast du ja gerade schon kennengelernt. Dann haben wir, wie gesagt, unseren. Huch. Uah. Unseren Meister Eder. Unseren Pumuckl. Ja, das Merkel. Immer mit das betonen. Das war. Warte mal, wie ging es jetzt hier? Hallo, ciao. So. Ich weiß gar nicht, warum wir auf das Merkel kamen. Frag mich gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Wie gesagt, muss man überlegen, das ist 3 Jahre her. Das ist. Puh. Nee, warte mal, ich muss erst dahin, ne? Ja, ja, ja. So. Geh aus dem Weg. Geh aus dem Weg. So. La 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 la. Der schließt seinen Kopf gegen die Tür. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. I can smell you. Ich kann nicht riechen. Ja, ich habe das neue Axe-Deo drauf. Tut mir leid. So. Jingle Bells. So. Der feiert wahrscheinlich jedes Jahr Weihnachten, ich weiß es nicht, weil er immer Jingle Bells sagt. Wir können eine Batterie gleich gut brauchen. So heißt der Dicke seit 2013, 2014, ja, ich glaube auch. Wo muss ich? Warte mal, ich habe mich verlaufen, glaube ich. Kann es sein? Ja, ich habe mich verlaufen. Ah, hier. Da habe ich mich damals erschrocken, aber sowas von. Sowas von habe ich mich da erschrocken. Unglaublich. Komm mal hier! Ich brauche eine Batterie, das wäre viel geiler. Wenn ich eine finden könnte, wäre cool. Oh, 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 feed me, feed me, feed me! So, ciao! So, der hat YouTube-Kommis gelesen. Ich glaube auch. Deswegen ist er so sauer. Ich bin so hässlich wie die Nacht, hat einer geschrieben bestimmt. Und der meinte wahrscheinlich den damit. Batterie gibt's hier nicht. Okay, dann ciao. Dann nicht. I can smell you. Kann ich riechen. Überleg mal. Als ob irgendwie so ein Horror-Typ. Alter, wo kommt der denn her? Als ob irgendwie so ein Horror-Typ zu einem. Wow, wow, wow. Als ob irgend so ein Horrortyp
irgendwo in so einem Actionfilm oder so einem Horrorfilm sagen würde, ich kann nicht riechen. Aber so auch in der Tonlage, ne? Also vielleicht so in so einer gruseligen Tonlage, vielleicht ja, wenn er so sagen würde, ich kann nicht riechen. Ne? Oder zum Beispiel damals bei Predator 1 mit Arnold Schwarzenegger. Ich kann nicht sehen. Oder er kann mich nicht sehen. Ja, aber nicht in der Tonlage, wie er es sagt. Ich kann nicht riechen. Überleg mal, in so einem Horrorfilm, total die Spannung gerade, ne, boah, freust dich voll. Ne, so, ja, boah, es ist gruselig, gruselig. Und auf einmal der Typ so, ich kann nicht riechen. Das ist so dumm. Das ist so, weiß nicht, keine Ahnung. So, hier ging's raus, so. Und hier kommt auch so eine Stelle, wo ich mich beim ersten Mal total erschrocken habe. Boah, Alter, was habe ich mich so in die Hose geschissen? Fürchterlich. Das, was jetzt kommt, das hier. Das ist so mies. Das ist alleine, spielst du mit Kopfhörer auf. Fürchterlich. Someday is hunting. Somewhere is hunting. Alter, der Typ ist so fertig. So. Lalalala. 19 Zuschauer. So langsam schwankt es. Dü-dü-dü. So, hier muss ich hin und jetzt muss ich wieder zurück. Ja, genau. Geht es mit dem Get Back noch? Warte mal, ich probier's mal. Get back, get back. Scheiße, ich bin vorbeigelaufen. Fuck. Der Rudi und die ganze Zeit. Get back, get back, get back, get back, get back. Das ist ein Bug. Das kann man festfrieren, das Ding. Euer Typen. Ja, ja. So. Ju, mal gewonnen. Yeah, Glückwunsch. Hartzeiler. Glückwunsch, Palle. So. Mich kann bei Horror-Games nie was schocken. Hast du schon mit VR gespielt? Ich zock nur Zombie. Hast du schon die PlayStation VR mal ausprobiert? Mit Horror? Und jetzt kommen wir nicht an so, ja, hab ich schon, ist langweilig. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist die Jungs da kommen? Ne, warte mal eben. Und nicht schock dich. Boah. Bist du ein eiskalter Typ. Also mich schocken zum Beispiel keine Horrorfilme. Großartig. Ne? Ja, ja. Bei Until Dawn DLC. Ach, das Rush of Blood. Hast, Resident Evil hast du wahrscheinlich noch nicht gespielt, das 7er, ne? Ich freue mich schon drauf. Ich werde es am Dienstag erstmal spielen hier im Stream. Oh Gott. Ich habe Angst. Ey, aber du hast über den Tag 1074 Kommis gesammelt. Was? Ernsthaft? Ehrlich? Die jetzt insgesamt? Nee, nur die Demo. Boah, die Demo musst du in VR spielen. Oder hast du die schon in VR gespielt? Alter, es war so krass. Es war so krass, in VR die Demo zu spielen. Vor allem mit dem Keller jetzt neu. Boah, heavy war das. So. Das muss man in VR spielen. Das ist eine ganz andere Erfahrung, glaub mir das. Also wenn du es vorher gespielt hast mit dem Keller, die Resident Evil 7 Beginning Hour Demo, dann vielleicht ist es nicht mehr so. Aber wenn du es blind spielst, also nicht vorher gespielt, dann, so wie ich, dann ist es, glaube ich, schon sehr krass. Ne? Do me a favor and die here. Alter, krass, mit den Kommis, dass er da angezeigt wird bei der PlayStation. Das ist ja krass. Ich hab's gerade gesehen, Palle. Krass. I'm coming. Guck mal, unser, das Merkel ist wieder am Start. Am Stissel. So, ciao.
Das ist immer das Geilste. Ich fand den Soundtrack bei Outlast schon immer so geil, weil einfach diese Dramatik und dieses Unwohl, hallo? Dieses unwohle Gefühl, dieses, oh, du musst jetzt laufen und du bist verfolgt und so, so gut in Szene gesetzt ist. Und ich hoffe, dass sie bei Outlast 2 das genauso wieder machen. Ne? Nummer 7 ist Nummer 9, Mann, bla bla. Wo ist denn, warte mal, wo, fuck you. Gibt dir gleich fuck you. Ja. So. Das Merkel, juhu. Ja, ich höre schon wieder. Das Merkel ist hinter uns her. Na, hallo? So. Juhu, das Merkel. Yeah. Das Fümü. Das Flüchtlingsmerkel. Ah, wieso juckt mir denn schon wieder die Birne? Ich habe Angst. Warte mal eben. Ich will diese Kerze niemals anzünden dürfen. Oh Gott, das ist so... Oh. Warum kaufe ich nur so eine Scheiße? Oh Gott, ich habe diesen Duft jetzt in der Nase. Ich habe jetzt Angst, dass ich jetzt hier... Alter, das wird so fürchterlich. Ich sehe schon jetzt schon Dienstag, wie ich sterben werde. Ihr müsst, also bitte, tut mir einen Gefallen, für die Leute, die Dienstag dabei sein werden, ja, beim Resident Evil Stream mit VR. Ich werde es, glaube ich, doch mit VR spielen am Anfang. Bitte, tut mir einen Gefallen, sollte ich keine Regung mehr von mir geben, ja? Bitte ruft sofort einen Krankenwagen, bitte sofort einen Notarzt zu meiner Straße. Weil ich werde wahrscheinlich hier in einer embryonalen Schutzhaltung liegen und nach Mama rufen. Ja, dass ihr bitte mich einweist. Das wäre super. Tja, mein Pech. Was mich ein bisschen beruhigt, ist der PR-Manager aus Deutschland, der damals gesagt hatte, auf der Gamescom, wie Resident Evil vorgestellt worden ist, im Interview sagte er, wir haben schon eine krasse Horrorerfahrung erstellt, aber halt nicht so... Also, wie hat er nochmal gesagt? Er hat gesagt, sie ist zwar sehr krass, aber so, dass es akzeptabel ist zu spielen. Das beruhigt mich ein wenig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Daran erinnere ich mich immer wieder gerne. Ne? Nicht alles auf einmal gammeln. Genau, nicht alles auf einmal. Immer nur so ein bisschen. Damit du auch ein bisschen mehr hast. Im Übrigen. Im Nachhinein noch. Was? Okay. Ab mit dir nach Outlast. Oh Gott. Einer der zwei kann jeder rufen. Muss mal schauen, ob was. Ob die mit teilweise Live-Übertragung von Handys annehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich werde wahrscheinlich hier zitternd neben der PlayStation liegen, wenn die mich finden. Oh Gott. Cheaters Heus. Guck mal, 2000 gewonnen. Alter, was? 19.961. Was? Oh Gott. Zeus hackt. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der ist am Hacken. So. Freunde. Der gepflegten Tanzmusik und des Breitensports. Wir sind gar nicht so weit weg vom Finale. Man mag es gar nicht glauben. Wo war die Leiter? Die war doch hier irgendwo, ne? Hier. Ist gar nicht mehr so weit weg vom Finale. So viel kommt nicht mehr. Yes, board using. Yeah. Geronimo! So, ich trinke mal einen Schluck. Schütten wir mal noch eben was ein. Warte.
habe lange nicht mehr so viel gewonnen, Jakoban. So, kann ich weitergehen? China Pharma. Was? Pharma gekauft? China Pharma gekauft. Ah, der dissoziative Dachboden, Dennis. Hallo? If we have visitor. If we did. What in creation? Talk. So, hier war eine Batterie, das weiß ich. Das habe ich im Kopf noch. Na, nimm auf. So. Was, wegen mir sind schon China-Gamer verhungert? Was? Warum das denn? Quiet! Komm gleich. Aber erstmal kommt der, Hitman, der es nicht mehr ausgehalten hat, andere Menschen zu töten. Das Hitman Easter Egg, meiner Meinung nach, kommt jetzt. Hier, Hitman. Hat sich aufgegangen. Ich kann damit nicht mehr leben. Menschen zu töten. Ich muss mich aufhängen. Das ist das Hitman Easter Egg, meiner Meinung nach. Der sieht echt original aus wie Hitman. Quiet! Ja. So, Finale. Ja, beziehungsweise, was heißt Finale, aber ziemlich nah am Ende schon dran und nicht mehr viel kann passieren. Ja, Flexi gibt bei World of Warcraft und so weiter. Achso, ja, ich bin nicht so ein World of Warcraft Fan. Bin nicht so der Fantasy-Klamotten, weiß ja. Ne? So. Ich hoffe, ich schaffe die Passage hier. Ich muss mich mal eben konzentrieren. Warte mal eben. Wie war denn das nochmal? Ich muss selber erstmal gucken. Ja, ich kann's noch. Okay. Here comes your breath, Mr. Glaskin. Kommt jetzt, Achtung. Here comes your breath, Mr. Glaskin. Der Glaskin ist so der geilste, der Mr. Eder. Das ist so der geilste. Der geilste Charakter, den sie je erstellt haben, finde ich. Noch geiler wie das Merkel und so. Der ist so geil erstellt worden. Und der könnte auch nochmal eine schwierige Passage für uns werden. Was? Brad Hitman hat uns alle an den Muskelshirt. Ja. Brad Hart war cool früher. Gegen Hulk Hogan. Oh ja. Erinnere ich mich immer wieder gerne dran. Brad Hart versus Hulk Hogan. Gerne mit Oma gerne geguckt. Oh ja. Boah, da gehe ich noch zur Schule, ey. Wrestling. Und der Soundtrack hier bei Mr. Edding Laskin ist geil. Finde ich voll geil. Feiere ich ein bisschen. Ist immer mega gewesen, der Soundtrack. Be with you. Ja. Ah, lass mich dich fühlen. You have to be lonely. So, ciao. So, tschüss. Ich habe keine Zeit für dich, du Penner. Du kannst irgendjemand anders fühlen lassen, aber nicht mich. So. Diding. Why now? With the boy my mother do all do. Saying to me. Get married. La 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 la. Happy. Alter, wieder mal singen. Ne? Fürchterlich. Ich hoffe, ich schaff's das alles mit den Spinden und so. So, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, mal nicht auf den Chat jetzt mal eben achten. Seid mir nicht böse drum. Wie einer ist mir böse, dann ist aber ihr Kalaschnikow-Rennen. Ne?
So, meine Freunde, seit 6 Minuten haben wir den 12-Stunden-Stream geschafft. Man mag es gar nicht. Man mag es gar nicht glauben. Wir haben 12 Stunden schon um. Wir sind schon wieder in der Überlänge. Man mag es gar nicht glauben. Nein, 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 nein. Aua. Warte, ich probiere mal was. Zwölf Stunden, 9 Minuten und 31 sind wir jetzt dabei. Du würdest eher sterben, als mit mir zusammen zu sein. Dann stirb. Guck heute noch Wrestling. Ich habe früher auch Wrestling-Spiele gespielt. No Mercy auf dem N64, Alter. Das war so geil. Und Smackdown auf der PlayStation damals. Auf PlayStation 2 habe ich mal mit einem Kumpel gespielt. So, jetzt kommt eh eine Cutscene. Das heißt, ich werde jetzt mal eben nochmal schnell auf die Toilette verschwinden. Und ihr guckt euch die Cutscene an. Also, ich würde sagen, bis gleich.